Eine Durchsage an alle Flugpassagiere. Haltet euch alle gut fest, denn es könnte ein bisschen wackelig werden. Und let's go! Wow, wow, was geht ab? Oh mein Gott, wir fliegen jetzt hier mit dem Flugzeug. Ab geht es, boom. Oh Gott, sorry. Die Landung müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber dafür sollten wir auf jeden Fall genug Zeit haben, denn wir probieren mal heute das schnellste Flugzeug der ganzen Welt zu bekommen, um somit die ganze Welt zu erkunden und die verschiedensten Orte zu erkunden und hoffentlich meine Passagiere überlebend an den Ort zu bringen, wohin sie wollen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir befinden uns heute im Mobile Game Sling Plane. Und in diesem haben wir auf jeden Fall hier dieses Flugzeug ausgerüstet. Oh, wir können hier sogar verschiedene Sachen upgraden. Zum Beispiel die Schleuder können wir hier upgraden. Und den Motor können wir sogar upgraden. Und wir können hier sogar unsere Einnahmen upgraden. Und ihr seht es, wir haben hier diesen Slingshot. Also hier dieses... Genau. Und hier drin ist einfach ein Flugzeug, welches wir dadurch starten werden. Wow, ab geht es. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall hier zum Gleiten halten und zum Drehen wischen. Alles klar, das bedeutet, wir müssen jetzt hier... Wow, hier drüber fliegen und... Perfekt, neue Landung. Oh, jetzt sind meine Passagiere glücklich. Bedankt euch bei mir, alles gut. Ich sage ja, es wird immer und immer schwieriger. Und wir können ja sogar ein neues Flugzeug upgraden. Aber das brauchen wir erstmal nicht. Wir graden erstmal hier unsere Schleuder ab. Und wir können sogar hier links verschiedene Skins freischalten. Das können wir auch später machen. Aber erstmal müssen wir ein bisschen fliegen. Wow, ab geht es. Oh, das ist unsere Bestzeit. Und komm schon, wow, wir fliegen drüber. Alter, wie weit sind wir denn geflogen? Boom, und alle sind sauer, wenn ihr überhaupt noch lebt. Okay. Da sind wir richtig weit geflogen, ein neuer Highscore. Und umso weiter wir kommen mit unserem Flugzeug, also umso weiter wir fliegen, umso mehr Münzen bekommen. Und mit diesen Münzen können wir auf jeden Fall, oh ja, ab geht es, ab geht es, ab geht es, unser Flugzeug upgraden, dass es noch schneller wird und noch weiter fliegen wird. Und so erkunden wir verschiedene Sachen. So, ab geht es, der Motor wird geupgradet. Das bedeutet, wir können wahrscheinlich länger in der Luft fliegen. Und den, wenn wir den Schleuder upgraden, werden wir wahrscheinlich weiter weggeschleudert. So, jetzt fliegen wir jetzt hier drüber. Okay, Bruchlandung. Und alle sind glücklich. Ja, die Landung war jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Wir müssen jetzt wirklich richtig weit wegfliegen. So, Schleuder upgraden. Let's go. Motor upgrade. Es muss jetzt richtig krass nach vorne gehen und Festung. Festhalten meine ich nicht Festung. Oh, wir fliegen. Wir fliegen. Das ist unsere Bestzeit. Jetzt hier nicht gegen den Baum. Oh mein Gott. Wir fliegen. Alter, das ist die nächste Station. Was geht denn da ab? Und yo, 556 Meter. Nicht schlecht, Herr Specht, muss ich sagen. Dafür bekommen wir jetzt 600 Münzen. Alles klar. Sehr, sehr gut. Schleuder wird damit geupgradet und ab geht es mit der Mega-Schleuder. Springen wir jetzt hier, da vorne und da ganz hinten ist unsere Bestzeit. Oh, fast gegen den Baum geknallt. Achtung, über die Autos springen, über die Autos jetzt hier, vorbei, 571, das ist unser neuer Highscore. Okay, meine Passagiere sind alle glücklich, auch wenn die Wackelung ein bisschen landig war, auch wenn die Landung ein bisschen wackelig war. Was rede ich da? Und boom, ab geht es jetzt hier. Okay, mal schauen, was es jetzt hier alles noch für Bereiche zu erkunden gibt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ihr seht es, dort hinten gibt es nämlich auch eine Wüste und sowas. Und dahin fliegen wir jetzt. Achtung, da gibt es rechts sogar Berge oder irgendwie sowas. Wie heftig ist das denn? Und komm schon, wir landen. 1000 Meter. 1052 Meter. Ja, Leute, sorry, dass ihr so sauer seid. Tut mir leid, ey. Ich habe mein Bestes gegeben, das Flugzeug zu landen. Aber es wollte nicht so, wie ich wollte. Schleuder, weiter geht es. Upgraden, boom. Aber ihr seht es, wir fliegen jetzt immer und immer weiter. Ich meine, am Anfang sind wir hier schon abgestürzt. Und jetzt mittlerweile können wir sogar hier bis zur Wüste fliegen. Wenn wir natürlich wollen, wir können auch hier einfach nach 300 Meter landen. Und mal schauen, wir werden uns mal gleich auch gleich hier den allerersten Skin freischalten oder sowas. So, jetzt hier vorsichtig, komm schon, flieg. Okay, jetzt über die Autos. Achtung, Leute, aus dem Weg. Hier kommt ein Flugzeug. Junge, wie tief wir auch vor allem fliegen. So viel Münzen bekommen wir. 300 Münzen, okay. Der Motor muss weiter geupgradet werden, dass wir noch weiter fliegen können. Alter, wir haben es aber gerade bis zur Wüste geschafft. Oh ja, okay, wir fliegen jetzt ein bisschen besser. Ich verstehe das nicht. Manchmal fliegen wir richtig weit und richtig gut und manchmal, weiß ich nicht, landen wir direkt. Oh, komm schon. Houston, wir haben ein Problem. Und, aber immerhin unseren Highscore geknappt. 100 Meter weiter geflogen als am Anfang. Ja, Leute, seid halt sauer. Sorry, ey. Ich bin halt kein Profi-Pilot. Das war mein erster Flug. Jeder hat doch mal seinen ersten Flug. So, dann hier, zack, ab geht es. Und jetzt, Freunde, ab geht es in die Wüste. Wow, was war das denn für ein Fehlstart? Hä? Wieso sind wir so komisch gelandet oder so?
sowas. Das kann ja wohl nicht sein. Ah, ich glaube, die Leute sind immer glücklich, wenn wir auf diesen Landebahn landen. Und ich glaube, dann bekommen wir auch mehr Münzen. Okay, das bedeutet, Freunde, wir probieren mal gleich ganz, ganz hinten auf diesen Landebahnen hier zu landen. Wenn wir mal hier ein bisschen, oh, weiterfliegen, kommen schon. Wir sind voll dagegen geknallt. Ey, die sind überrascht. Das habe ich noch gar nicht. Überrascht, Emojis. So, hier natürlich immer alles hier, zack, weiter upgraden, damit wir natürlich hier, wow, Power Start, noch weiter fliegen können. Komm schon, Freunde, komm schon, drück mir die Daumen, ich will auf jeden Fall hier zu den Bergen. Alter, da sind sogar rechts Pyramiden, habt ihr das gesehen? Ich will aber auch einmal zu den Schneebergen oder irgendwie sowas kommen. So, immer schön geradeaus fahren, immer schön geradeaus fliegen, meine ich natürlich. Und nein, wir landen wieder, nein, Bruchlandung in der Wüste. Und oh, mit dem Kopf sind wir gelandet, ja, wir sind jetzt kopfüber einfach gelandet. Okay, okay, meine Leute sind anscheinend immer noch nicht so glücklich. Das müssen wir aber auf jeden Fall ändern. Ihr werdet schon sehen. Diesmal probiere ich mal, auf diesen Landeflächen zu landen. Vielleicht da ganz, ganz hinten, Freunde. Kommen wir da auf der Wüste, auf diese Landeflächen. Ich gebe mein allerbestes. So, schaffen wir es da zu landen? Nee, aber, oh, schaffen wir es da zu landen, Freunde? Noch ein bisschen. Nein, ich glaube, wir fahren da drunter, oder? Doch, wir haben's, nein, ganz kurz davor. Ja, sorry, die sind alle wieder wütend, ey. Wieso sind die denn alle wütend auf mich? Okay, das bedeutet, wenn ich aber meinen Motor vielleicht noch einmal upgrade, dann werden wir es vielleicht so, boom, Powerstart, bis nach ganz, ganz hinten in der Wüste schaffen. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel, dort zu landen. Und dann natürlich auch unseren Highscore zu knacken. Das wäre sehr, sehr krass. Ja, wir fliegen bis jetzt gut. Nächste Halt ist auf jeden Fall Barcelona. Oh ja. Oh, wir fliegen. Komm schon. Und jawohl, da sind wir gelandet. Und da sind jetzt auch, oh ja, unsere Passagiere glücklich. Sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dann sollten wir auch mehr Geld bekommen. Oder 1600 Münzen haben wir bekommen. Jo, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und damit können wir jetzt hier, boom, beides upgrade. Motor und Schleuder. So, ab geht es. Das bedeutet immer hier auf diesen Landestationen landen hier mit unserem Flugzeug. Aber ihr seht es, wir fliegen wirklich jetzt immer und immer weiter. Umso mehr Upgrades wir natürlich machen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, ab geht es, komm schon. Vielleicht werden wir hier sogar hier drüber fliegen, aber ich glaube, oh, oh, oh doch, wir fliegen ein bisschen drüber. Wir sind sogar drüber geflogen. Oh, jetzt hier nicht landen und komm schon. 1407 Meter. Ja, die Leute sind zwar böse, weil ja mein Flugzeug abgestürzt ist. Wir bekommen auch nicht so viele Münzen, aber wir haben unseren Highscore auf jeden Fall geknackt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Aber ich glaube, eigentlich ist ja unser Ziel, Münzen zu sammeln, oder? Und ich glaube, wenn wir auf diesen Landestationen landen, sollte das Ganze hier eigentlich noch besser sein, weil wir bekommen dadurch ja noch mehr Münzen. Und dadurch können wir unser Flugzeug noch heftiger upgraden. Aber ich meine, hier gibt es ja keine Landestation. Es gibt nur diese Station hier. Aber ansonsten, oh, weiter. Oh, wir fliegen. Alter, wie weit fliegen wir? Oh, wir können gleich hier schon. Oh, auf der nächsten landen wir hier. Und was? Wir fliegen noch weiter. Wir sind jetzt auf offener See. Mal 9, mal 11, mal 13. Wie heftig ist das denn? Oh mein Gott, landen wir hier, Leute. Und wir sind gelandet. Und blub, mit dem Kopf hier gelandet. Oh, wir fallen runter. Leute, ich glaube, alle sind glücklich, alles gut. Wir sind zwar abgestürzt, aber solange alle glücklich sind, ist das doch in Ordnung. 2400 Münzen haben wir bekommen, Junge. Damit können wir auf jeden Fall jetzt hier fette Upgrades gönnen für den Motor und für unsere Schleuder. Junge, das bedeutet, es kommt erstmal hier diese Graslandschaft und sowas, okay? Danach kommt die Wüste und danach kommt einfach das offene Meer. Vor allem, wie sind wir so weit dahin geflogen? Wir haben doch nur ein Upgrade gemacht und direkt sind wir so krass weitergeflogen. Okay, das ist manchmal sehr, sehr komisch. Und jetzt fallen wir jetzt schon runter. Guckt euch das Ganze mal. Wir fliegen jetzt schon einfach hier runter und landen jetzt. Oh, obwohl. Oh mein Gott, okay, wir leben noch. Alles klar. Easy. Und jawohl. Okay, okay. Wir sind wieder über den Wolken. Ab geht es. Wuhu. Mal schauen, wie weit wir. Oh, jetzt fliegen. Okay, das ist unsere Highscore. Da hinten ist unser Highscore. Komm schon. Und da sind wir auch jetzt gelandet. 2189 Meter. Es gibt aber richtig fett Münzen. Ihr seht es. 2600 Münzen bekommen wir fast dadurch. Und dann können wir uns jetzt hier richtig fette Upgrades gönnen. Alle Passagiere festhalten. Wuhu. Ab geht die Post. Oder ab geht der Flug, besser gesagt. Und oh, jetzt, Alter. Okay, jetzt merke ich schon richtig, dass wir schon richtig weit oben sind, muss ich sagen. So, hier sieht es mal 5 haben wir noch. Mal 7, mal 9 und sowas. Und hinten mehr war irgendwas mit mal 11 oder irgendwie sowas. Und nach dem Meer kommt bestimmt noch eine Zone oder irgendwie sowas. Mal schauen, was uns da erwarten wird. So, wir fliegen hier weiter. Oh Gott, jetzt bloß hier nicht im Wasser landen. Das wäre ganz und gar nicht gut. Dann lieber hier auf dem, wow, Schiff landen, oder? Nein. Okay, wir landen im Wasser. Wir landen im Wasser, da brennen wir. Mist, und wie viele Münzen bekommen wir jetzt? 640. Also, das macht echt schon einen krassen Unterschied, wie wir landen. Also, immer schön gut landen. Das ist sehr, sehr wichtig, okay? Aber, Freunde, wow, wir haben jetzt unsere Schleuder geupgradet. Aber wir konnten auch nichts machen. Ich meine, wenn wir da abstürzen im Wasser, dann stürzen wir halt im Wasser. Was soll ich denn sonst dagegen machen, ey? Naja, okay.
Okay, wir fliegen jetzt hier vorsichtig hier drüber. Achtung, aber hier landen wir locker nicht, ne? Easy peasy. Und dann geht es jetzt hier ab, genau, über das Wasser. Und das nächste Ziel, oh, ist es auf jeden Fall, genau, auf diesem Schiff dorthin zu landen. Aber, oh, ich glaube, ne, es wird nicht ausreichen, oder? Komm schon, Freunde, nein. Oh, doch, es hat perfekt ausgereicht. 2400 Meter. Und wie viele Münzen bekommen wir? 3000 Münzen bekommen wir fast dafür. Heftig, heftig. Und damit würde ich sagen, grainen wir uns mal nicht ab, sondern wir gönnen uns mal jetzt hier einen Skin. Für 1500 Münzen können wir uns einen random Flugzeugskin freischalten. Und was bekommen wir? Und, alles klar. Das ist jetzt hier unser neues Flugzeug. Ja, nichts Spektakuläres, aber besser als der Anfangsskin. Und wir können uns sogar eine neue Schleuder freischalten für 1500 Münzen. Und jetzt haben wir eine rot, Feuerschleuder am Start. Alles klar. Und dann würde ich sagen, ab geht es mit unseren neuen Items. Boom. Geht es jetzt hier in die Lüfte. Wow, wir fliegen jetzt hier mit unserem Flugzeug jetzt hier über die Graslandschaft, über die Wüste, bis hin zum Meer. Und dann landen wir auch hinten auf dem Schiff. Und mal schauen, Freunde, was wird nach dem Meer kommen? Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Aber man sieht ja schon was. Ich glaube, das ist wieder so eine Graslandschaft oder so. Aber links und rechts sind ja auch noch so ein bisschen Berge oder sowas. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Schneelandschaft, die wir freischalten können. Oh, schaffen wir es überhaupt? Schaffen wir es überhaupt? Und jawohl, es sieht immer so aus, als würde es man nicht schaffen. Aber 2400 Meter haben wir auch jetzt geschafft. So, Katsching. Sehr, sehr gut. Okay, das Geld nutzen wir jetzt. Aber nichts, nicht für Skins. Wir haben jetzt Skins genug freigeschaltet. Wir müssen das Ganze jetzt auf jeden Fall, boom, hier upgraden. Ich habe ganz vergessen, hier unsere Einnahmen hier zu upgraden. Ich glaube, dadurch sollten wir wahrscheinlich mehr Münzen oder irgendwie sowas bekommen. So, let's go. Jetzt haben wir auch unsere Einnahmen geupgradet. Mal schauen, ob sich das Ganze lohnen wird. Ich glaube, wir haben ja also ungefähr 3000 Münzen bekommen. Mal schauen, wie viele Münzen wir jetzt bekommen. Wenn wir natürlich ungefähr genauso weit fliegen, bis hin zum Ozean. So, Eule, Mann, aussteigen. Nein, 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 natürlich noch nicht aussteigen. Was rede ich dafür ein Quatsch, ey. Natürlich warten wir. Wir bitten Sie, alle Passagiere natürlich hier noch sitzen zu bleiben, auf ihren Sitzen. Wir sollten gleich jeden Moment da sein. Einmal festhalten, Leute. Und da sind wir jetzt auch. Oh, okay, ein bisschen weiter geflogen. 2450 Meter. Alle Passagiere sind glücklich. Das ist die Hauptsache. Und wir bekommen 5000 Münzen fast. Alles klar. Das bedeutet, das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Unsere Einnahmen, komm schon, Freunde. Boom, boom, boom. Wir haben jetzt wirklich alles in unsere Einnahmen gesetzt, dass wir jetzt noch mehr Münzen bekommen. Ab geht es. Und wir fliegen jetzt hier weiter. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt unseren Motor und unsere Schleuder noch krasser geupgradet. Und das bedeutet, wir werden jetzt richtig weit wegfliegen. Oh ja, bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Jo, guck dich das Ganze mal an. Wir sind ja jetzt übelst weit noch in der Luft. Also diese Upgrades haben sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ich habe jetzt einige Münzen gefahren und unser Flugzeug auf eine richtig krasse, oh mein Gott, Stelle geupgradet. Guckt euch das Ganze mal an. Unter uns ist der Heißgrund. Da ist der neue Bereich, Freunde. Wir sind jetzt, Alter, wo sind wir hier? In einem Dorf oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal. In so einem Bauernhof. Alles klar. Wo sollen wir am besten hier landen? Leute, Leute, ich fliege einfach mal ein bisschen weiter. Lalalala. Das hat sich ja mega gelohnt. Guckt euch das Ganze mal. Über 3000 Meter sind wir mittlerweile. Oh, schaffen wir es bis auf die nächste Plattform. Und hier ist so eine chinesische Stadt. Dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir landen einfach mal hier. Und let's go. Mal 19. Und wie viele Münzen bekommen wir jetzt? Komm schon. Und 71.000. 71.000 Münzen mit einem einzigen Flug. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Verdienst. Und dann würde ich sagen, grainen wir unseren Motor hier auf Level 35 ab. Hier unsere Schleuder können wir noch upgraden. Zack, zack, let's go. Und lass uns mal hier einen neuen Skin freischalten, würde ich sagen. Für 4500 Münzen. Oh, der sieht krass aus. Oh ja. Und noch eine neue Schleuder für 4500 Münzen. Und yeah, Captain America. Sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir auf jeden Fall dieses. Boah, das passt sogar so zusammen hier. Let's go in unserem Kampfflugzeug hier. Boom, fliegen wir jetzt hier rum. Das ist sehr, sehr heftig. Über die Wüste und alles. Und mal schauen, wie viel Meter wir jetzt weit kommen. Ich meine, guckt euch das Ganze mal am Anfang. Oh, guck mal, wir sind jetzt schon da, wo wir davor unten waren. Hier mehr. Und da waren wir schon richtig weit unten und sind direkt abgestürzt. Und jetzt sind wir schon so weit in den Lüften. Und wir fliegen einfach über alles. Oh, ganz entspannt drüber. Leute, auf unserer linken Seite sehen wir einmal das Bauernhof. Schaut euch das Ganze mal an. Da sind hier die ganzen Kühe und sowas. Ja, ja, ja. Und die ganzen Felder, wo euer Essen schön gemacht wird. Und da hinten ist unser Highscore. Mal schauen, Freunde. Schaffen wir es vielleicht sogar so ein bisschen weiter. Mal schauen. Oh, wir probieren mal hier nach links zu landen. Aber wir probieren natürlich immer hier drauf zu landen. So, oh, jetzt hier bei den Bäumen vorbei. Oh, 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 oh. Okay, jetzt hier, Freunde. Landen wir und... Oh, oh mein Gott. Wir fahren noch weiter. Wir fliegen weiter. Alter,
Wo ist mir jetzt hier ankommen? In einer Schneelandschaft. Leider keine schöne Landung. Blub. Leider brennen wir. Und das bedeutet, wir bekommen auch nicht so viele Münzen. Wir bekommen ja 15.000 nur, Junge, okay? Das macht ja einen deutlichen Unterschied, ob wir jetzt hier einfach auf dem Boden landen irgendwo oder ob wir jetzt hier genau auf diesen Multiplan, auf diesen Landeflächen landen. Naja, trotzdem fliegen wir jetzt hier durch ein bisschen rum und gleich, Alter, habt ihr das gesehen? Eine Schneelandschaft. Ich wusste es doch. Hier auch wegen diesen ganzen Schneebergen und sowas wird es eine Schneelandschaft geben. Okidoki. Wir fliegen jetzt hier wieder über den Bauernhof rüber. Und wie schnell wir mittlerweile auch hier fliegen können. Sehr, sehr gut. Und diesmal müssen wir auf irgendeinem Multiplayer landen. Auf mal, ich weiß gar nicht, mal 17 gab es da hinten, glaube ich, hier. In dieser asiatischen oder chinesischen Stadt. Das erinnert mich so ein bisschen an China, diese Häuser und auch diese pinken Bäume und sowas. So, genau. Dann würde ich sagen, oh, jetzt hier vorsichtig. Oh, schaffen wir es hier, genau. Jetzt geht es hier entlang. Aber ich würde sagen, jetzt würde ich sagen, landen wir hier. Mal 19. 4.567 Meter. Wie heftig ist das? 81.000 Münzen. Junge, Junge, Junge. So, so viel Geld bekommen wir. Damit können wir hier richtig krasse Upgrades uns hier gönnen. Zack, ab geht es. Level 42 haben wir mittlerweile hier alles geupgradet. Hey, was war das denn? Fehlzündung, Leute. Nein. Okay, wir machen es mal von vorne. Was war das denn für ein Fehlstand? Ja, sorry, das war mein Fehler. Und trotzdem 17.000 Münzen einfach nur dafür bekommen. Jetzt kann es losgehen. Wir haben alles auf Level 51 geupgradet. Und jetzt, Freunde, kommt der weiteste Flug, den ihr jemals gesehen habt. Oh, ihr bisschen Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Guckt euch das Ganze mal, wie hoch wir fliegen. Wir probieren jetzt noch einmal, einen guten Flug zu bekommen. Richtig viel Cash zusammen. Also richtig viele Münzen in diesem Flug zu bekommen. Und dann am Ende probieren wir nochmal in der allerletzten Runde unseren Highscore zu brechen. Das ist unser Ziel. Mal schauen, wie das Ganze schafft, wenn ich meine easy peasy. Guck mal, 3000 Meter schaffen wir locker. Ich glaube, 4000 Meter sollten wir auch ohne große Probleme genau schaffen. Und dort hinten ist diese Schneelandschaft. Wir müssen nur schauen, wo wir am besten landen. Ob wir jetzt hier schon vorne landen oder ein bisschen weiter. Ich würde sagen, ich glaube, bis zur nächsten Fläche werden wir es schaffen. Werden wir es bis da hinten schaffen, Freunde. Drückt uns die Daumen. Oh, oh, okay, das könnte ein bisschen knapp werden. Das könnte knapp werden. Aber, Freunde, komm schon. Wir landen hier schon mal. Wir landen hier 5.172 Meter. Alles klar. Wie viele Münzen bekommen wir? 153.000 Münzen. Jetzt geht es auf jeden Fall richtig krass ab. Das bedeutet, wir graden hier alles Mögliche ab. Den Motor und unsere Schleuder. So, zack. Ab geht es. Und jetzt, Freunde, seid ihr bereit für den letzten Flug? Es kann losgehen. Wuhu. Wir probieren jetzt, Freunde, nicht auf irgendeiner Fläche zu landen, sondern so weit, wie es geht, zu kommen. Mal schauen, wie weit wir fliegen werden und wie krass wir unseren Highscore jetzt brechen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, nach dieser Schneelandschaft gab es noch irgendeinen Bereich. Da, den habe ich gerade noch so gesehen. Der sah schon mal sehr, sehr krass aus. Okay, wir fliegen und wir fliegen und fliegen. Leute, an alle Passagiere, das ist der letzte Flug. Genießen Sie nochmal Ihren letzten Flug. Vielen Dank. Da endet der Durchsage. Und da sind wir jetzt hier wieder hier über dieser chinesischen Stadt. Schick sie das aus. Und da ist diese ganze Schneelandschaft. Oh, ja. Und da ist sogar hier diese berühmte Statue in Rio oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, muss ich sagen. Aber Freunde, komm schon. Komm schon, wir fliegen weiter. Wir fliegen weiter. Da hinten ist der Eiffelturm. Ihr seht es. Oh mein Gott. Da hinten ist der Eiffelturm einfach in Paris. Und das Brandenburger Tor. Hier sind richtig viele Sehenswürdigkeiten. Und da hinten ist sogar die Freiheitsstatue. Und alter Schwede, hier sind wirklich richtig viele Sehenswürdigkeiten. Was geht denn da? Hier von der ganzen Welt. Und jetzt sind wir wirklich hier angekommen. Und boom. 6.200 Meter. Oh, sind wir weit geflogen. Wie heftig ist das denn? Aber ich denke mal, Freunde, das sollte es jetzt gewesen sein. Wir haben jetzt wirklich hier das schnellste und krasseste Flugzeug, was es gibt. Ich meine, wie heftig wir das Ganze geupgradet haben. Komm, ich würde sagen, wir gönnen uns nochmal zum Schluss hier noch irgendeinen anderen Skin. Boah, der sieht heftig aus. Und noch eine andere Schleuder. Komm schon, let's go. Oh, und eine Kuhschleuder mit so einem Kuhmuster. Und dann würde ich sagen, oh, Freunde, ab geht es. Wir haben jetzt wirklich das schnellste Flugzeug der ganzen Welt freigeschaltet. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.